Das ist die erste Tagesschau von der Woche. Freut mich, dass Sie dabei sind. Unser Nachbarland Deutschland, wo ich ja sehr erfolgreich den besten Fernsehsender Sat 1 geführt habe, sucht einen Nachfolger für den jetzigen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Mein heutiger Gast ist der Franka Meier, der seit Jahren in Berlin wohnt, aber dort noch nie einen Fernsehsender, so wie ich geführt habe. Der Franka Meier ist publizistischer Berater von Ringier, dem Verlag, wo wir hier in Zürich noch nie einen Sender abgekauft haben. Hallo, Franka Meier. Wer bin ich? Rosé Schawinski, der Seite. Medienpionier, Fernsehtalker und Buchautor. Ein engagierter Citoyen. Gründer von Kassensturz von Radio 24, Tele 24 und Radio 1. Einverstanden, aber was war eure Frage? Wer bin ich? Seht ihr, das ist euer Problem. Aber lasst uns über die deutsche Bundespräsidentenwahl reden. Das war eben meine Idee. Erfahrung ist immer eine Parodie auf die Idee, hat der Goethe gesagt. Who cares? Ich. Und ich werde gern nach meiner Meinung gefragt. Sowohl im unbedeutenden und provinziellen Zürich, wie auch im weltpolitisch relevanten Berlin. Unser republikanisches Deutschland hat jetzt ein Problem, weil ich nie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen habe und darum auch die Kandidatur als deutscher Bundespräsident muss. Ablehnen. Finde ich nicht gut. Als ich noch in Berlin war, sehr erfolgreich übrigens, hat mir der Joschka Fischer beim Joggen gesagt, dass ich als deutscher Bundespräsident Number One wäre. Das glaube ich auch. Als deutscher Bundespräsident müsstet ihr ganz andere Kaliber überzeugen als in eurer lokalen Fernsehsendung. In Deutschland ist der Islam eine reale Gefahr. Und eure intellektuell gescheiterte Diskussion mit dem Andreas Thiel hat ja gezeigt, dass ihr die Gefahr sträflich unterschätzt. Wie manchmal habt ihr den Koran gelesen? Mehr als Sie und der Andreas Thiel zusammen. Ich habe nicht nur mehr als dir gelesen, ich habe noch mehrmals in voller Länge an Michael Ringier vorgelesen. Und zwar gegen sie wollen. Sie können den Koran von mir aus singen, Franka Meier. Aber ich stelle einfach fest, dass sowohl Sie wie auch der Andreas Thiel meine Fragen nicht beantworten. Dir meine aber auch nicht. Very funny. Danke, Franka Meier. Das war das Letzte von der ersten Talkshow der Woche. Morgen im Club ein Thema, das mich echt nicht interessiert. Würde mich freuen, wenn Sie dort nicht dabei wären. Guten Abend und gute Woche.